Ich bin Christine Eitze-Schulz, bin 31 Jahre alt, habe meine Ausbildung zur Industriemechanikerin bei der Covestro Deutschland AG in Brunsbüttel gemacht. Die Ausbildung konnte ich aufgrund guter Leistungen um ein halbes Jahr verkürzen und bin dann trotzdem noch kammerbeste Industriemechanikerin geworden. Ich hatte in der Ausbildung nie das Gefühl, dass ich überfordert wurde. Also ich wurde schon gefordert, mir wurden Aufgaben zugetragen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die angemessen sind. Ich habe jetzt die Ausbildereignungsprüfung gemacht. Ich finde den Bereich Ausbildung super interessant und könnte mir vorstellen, als Ausbilderin für die Industriemechaniker tätig zu sein. Ich bin Svana Vrage, ich bin 22 Jahre alt, habe vor 3 Monaten meine Ausbildung als Chemikantin bei der Covestro Deutschland AG in Brunsbüttel abgeschlossen und arbeite hier jetzt als Gesellin. Erst wenn man hier anfängt zu arbeiten, weiß man ja auch, wie das alles zusammenhängt, dass der eine Betrieb den anderen versorgt, dass wir eigentlich ohne einander alle nicht können. Vor allem müssen wir natürlich darauf vorbereitet werden, nachher den Beruf in der Anlage zu können, weil da haben wir mega viel Verantwortung, auch wenn das immer nicht so scheint. Sobald wir da irgendwie die Pumpe nicht zum Laufen bekommen, produzieren wir nicht. Ich hatte ein super cooles Lehrjahr, also wir waren 19 Leute, die waren alle super klasse, wir waren insgesamt 3 Mädchen. Aber das war vollkommen egal, weil auch die Jungs haben uns respektiert. Wenn ich zur Arbeit komme, ist es irgendwie schon ein bisschen wie zu Hause. So. Meine Kollegen sind auch irgendwie meine Familie mittlerweile. Ich bin Dea Mohr, bin 20 Jahre alt, bin im 2. Ausbildungsjahr und mache eine Ausbildung zum Chemielaborantin bei der Covestro Deutschland AG in Brunsbüttel. Ich hatte immer super Chemielehrer oder Chemielehrerinnen und es hat einfach mal so viel Spaß gemacht, deswegen wollte ich irgendwas in der Chemie machen, das war mir schon klar. Es gibt ja zum Beispiel diese Papierchromatographie, wo man einen Stift nimmt, also einen schwarzen Stift, und dann gibt man da Wasser rauf und dann trennt sich halt die Farben auf, sodass man sehen kann, was eigentlich alles in diesen schwarzen Farben drin ist, und das ist einfach total interessant. Durch Messen bin ich auf Covestro aufmerksam geworden. Man dachte einfach so, da würde man auch gerne arbeiten, weil es einfach so toll. Ich merke das jetzt auch im Berufsleben. Ich hatte eigentlich noch keinen Tag, wo ich so dachte, oh nee, ich habe keinen Bock auf Arbeit.